Jennifer und David Adams sind bei Kenneth Copeland Ministries angestellt. David arbeitet als Chefkoch und Küchenleiter, während Jen als Producer im Fernsehbereich tätig ist. Kurz bevor das Ehepaar seinen ersten Hochzeitstag feierte, erfuhren sie, dass ihr erstes Kind unterwegs ist. Ich war in der 9. Woche und gerade bei der Arbeit, als Bruder Copeland ins Gebäude, also ins Studio kam. Ich erzählte ihm, dass wir bald ein Kind bekommen. Er fing an, über mir zu prophezeien und sagte, eine perfekte Schwangerschaft, eine perfekte Geburt, ein perfektes Baby. Dann ging er weiter. Und ich dachte so mit meinen 9 Wochen, oh ja, damit stimme ich überein. Ich wusste nicht, dass ich diese Worte später dringend brauchen würde. In der 20. Woche sagte man uns, dass es Komplikationen geben könnte. Er war für die 20. Woche zu klein und sie wollten sofort einige Untersuchungen machen, Blutuntersuchungen. Sie wollten es auf das Down-Syndrom hin untersuchen und noch einige andere Dinge. Sie meinten, dass es vielleicht auch Probleme mit der Blutversorgung zwischen der Plazenta und Austin gibt. Das wollten sie mit einer speziellen Ultraschalluntersuchung feststellen. Da muss man die Entscheidung treffen, dass man für das Leben seines Kindes einsteht. Unabhängig davon, was die Ärzte sagen und wie man sich an diesem Tag fühlt, muss man diese Entscheidung jeden einzelnen Tag treffen und dabei bleiben. Manchmal muss man sich jede einzelne Minute entscheiden. Das Natürliche, das, was Sie sagen, was alles passieren könnte, das Physische nicht anzunehmen. Als Bruder Copeland eines Tages hier zu tun hatte, hat er durch einen gemeinsamen Freund erfahren, dass es da ernste Probleme in der Schwangerschaft gibt. Ich habe ihm dann erzählt, dass mit der Blutversorgung zwischen der Plazenta und dem Baby etwas nicht stimmt. Und dann hat er für mich gebetet. Am nächsten Tag gingen wir zur Ultraschalluntersuchung und dort sagte man uns, dass mit der Blutversorgung alles in Ordnung sei. Dieser Bereich ist in Ordnung. Ihr Baby ist zwar etwas zu klein, aber die Plazenta ist in Ordnung. Das war die erste Hürde, die wir genommen hatten und wir dachten, ja. Tests in den nächsten 8 Wochen bestätigten, dass das Baby wuchs und sich schnell entwickelte. Schließlich sagte auch der Facharzt, dass mit dem Kind alles in Ordnung ist. In der 38. Woche wurde Austin David Adams mit einem gesunden Gewicht von 3.700 Gramm geboren. David und Jennifer freuten sich riesig über ihren Sohn. Doch innerhalb von kürzester Zeit mussten Jen und Baby Austin um ihr Leben kämpfen. Jennifer drohte zu verbluten, während Austin Probleme hatte, selbstständig zu atmen. Das Baby wurde mit Sauerstoff und Medikamenten behandelt. Und auch Jen konnte langsam stabilisiert werden. Die beiden Eltern hielten an Kenneths Prophetie, die ihnen den Sieg über den Tod verhießen hatte, fest. Ich konnte am Anfang gar nicht zu ihm, weil er an all diese Maschinen angeschlossen war. Als ich dann zu ihm durfte, war das Erste, was ich tat, ihm die Hände aufzulegen, weil ich ihn nicht hochnehmen konnte. Ich habe ihm dann einfach gesagt, dass alles gut wird. Und ich habe gebetet. Ich habe über ihn gebetet und ihm zugesprochen, dass er gesund ist. Sie sagten, dass er mindestens 2 Wochen an der künstlichen Beatmung bleiben müsste. Ihr Kind wird frühestens in 2 Wochen die Intensivstation verlassen können. Seine Lungen sind unterentwickelt. Am Montag, eine Woche nach seiner Geburt, wurde er völlig gesund aus dem Krankenhaus entlassen. Es ging ihm blendend. Alle Untersuchungen bestätigten das und man sagte uns, dem Kind geht es gut, Sie können nach Hause gehen. Austin ist jetzt 6,5 Monate alt. Bei ihm bekommt die Bezeichnung quirliges Baby eine ganz neue Bedeutung. Vom frühen Morgen an, bis er schlafen geht, ist er in Bewegung. Und abends wiegen wir ihn in den Schlaf. Er fängt an zu krabbeln und isst feste Nahrung. Jeder, der ihn sieht, freut sich. Er ist die Freude unseres Lebens und wir freuen uns wirklich jeden Tag an ihm. So ist es.